Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Vlog. Jetzt muss ich wieder eine Menge rechtfertigen und erstmal sagen, bevor es hier losgeht, weil in den Kommentaren sonst wieder einige freidrehen werden. Ich halte es eigentlich nicht für nötig, das immer wieder zu erwähnen, aber ich ordne mich keiner politischen Gruppierung ein, ganz im Gegenteil. Ich betrachte das ja einfach als Zuschauer. Ist auch nicht schwierig nachzuvollziehen, ich lebe überaus multikulturell. Wie man hier überall unschwer erkennen kann. Ich habe heute einmal Chinesisch und einmal Italienisch gegessen. Ich höre Musik von Ausländern, ich und so weiter. Aber ich bin auch keinesfalls links. Ich habe einfach zu wenig Freizeit, um meine Zeit mit Politik zu verschwenden. Man hat sowieso als deutscher Bürger keinen Einfluss mehr auf das, was da oben geschieht. Ja. Ich mache mich aber nicht zu belustig, ich wollte es mir einfach mal anschauen, gucken, was abgeht. Der Abend hat sich gelohnt, ich habe einen Aufkleber ergattert, der Toni hat eine Taschenlampe und ja, ich habe eine Pfandflasche, also von Polizisten eine Trinkflasche, die habe ich mir gleich gegönnt und den Pfand behalten. Es war ein sehr schöner Abend und es gab einige interessante Impressionen. Man kann wirklich mal sagen, heute war was los. Ja, wir haben uns eigentlich ganz normal getroffen mit dem Cognito Spastico noch und sind einfach ein bisschen durch die Stadt. Haben uns einmal die Pegida angeschaut, ein bisschen angehört, was er gesagt wird. Das hat mich nämlich immer schon interessiert. Naja, ich weiß nicht, ich konnte dem nicht wirklich einen sinnvollen Inhalt entnehmen, was die davon auf der Bühne erzählt haben. Ja, um es mal so ganz kurz und primitiv auszudrücken, ich bin auch kein Freund vom Asylantenheim, was hier neben meinem Haus gebaut werden soll. Ja, aber das ist normal, wenn man so aufwächst im Osten, denke ich mal. Ich beteilige mich dort aber nicht an den Parolen etc. Ist einfach nur interessant mal. Und da war ja auch wirklich was los. Ich wollte mir auch die Schlägereien ansehen, wenn die dort sich Kloppen, Bälle werfen und so. Ist ja mal wirklich was Interessantes. Ich würde aber lieber rennen, als dort die Fäuste zu schwingen. Ich bin auch nicht der Typ, der eben aufs Maul haut. Das macht man auch nicht. Radikalismus, Extremismus ist in keiner Form vertretbar, meiner Meinung nach. Und mehr als mitlaufen und das anschauen würde ich auch nie machen. Ich war dort mit einem Halbtschechen unterwegs. Nennt die Leute dort Nazis? Ich bin der Meinung, Nazis gab es damals vor 70 Jahren. Was es heute gibt, sind entweder Hooligans oder einfach Leute, die, weiß ich nicht, wie man sagt, wie ich sagen soll. Ihr nennt sie ja immer gerne Nazis, also die Linken. Nennen sie immer gerne einfach Nazis, weil es anscheinend am einfachsten auszusprechen ist. Ich nenne sie einfach mal Leute, die entweder Angst um ihr Land haben oder einfach das bewahren wollen, was es jetzt gibt. Sicherlich muss man sich damit abfinden, dass sich alles weiterentwickelt und das ist auch ein Teil davon, dass man, dass sich das alles mehr vermischt. Wir müssen bunt sein auf Dauer. Anders kann man es gar nicht sagen. Natürlich läuft auch vieles falsch da in der Politik, was die Flüchtlinge angeht und so. Also ich halte mich nicht für den, der sagen kann, was richtig und falsch ist. Ja. Seht mich einfach als den Trottel mit der Kamera, der sich hier einen abgelacht hat. Bei den ganzen Leuten, die sich aufs Maul hauen. Ja, würde ich mal sagen. Ich will jetzt keine linken und keine rechten Fronten. Ich gehe mit Schwarzen, mit Weißen, mit Gelben feiern, meine Freizeit verbringen. Mir ist aber auch egal, ob derjenige, mit dem ich was mache, ein Nazi oder ein Linker ist. Das nennt man wahre Toleranz. Schneidet euch mal dafür eine Scheibe ab. Die Linken, die sagen Nazis raus und so weiter und so fort, die sind genauso intolerant. Nämlich gegenüber denen. Man ist nur tolerant, wenn man alles toleriert. Und da würde ich mich einordnen. Ja. So viel zum Vorwort. Mein Akku ist niedrig. War auch ein langer Tag. Ja, wir waren da zwischendurch noch essen beim Italiener, das war auch nicht schlecht. Ja, und dann, als es sich aufgelöst hat, sind wir wiedergekommen, bin ein bisschen in die Action reingekommen. Toni hat mich nur zurückgehalten, sonst wären wir noch richtig mit reingeraten. Wer weiß, was da passiert wäre, aber eigentlich ist gar nichts weiter passiert. Die Polizei hat da gute Arbeit geleistet und die Rechten und Linken getrennt. Ja, so richtig was los war eigentlich nicht. Jedenfalls sehe ich das so. Ich weiß nicht, was jetzt noch abgeht. Es ist jetzt 11:45 Uhr. Ich bin sicher zu Hause. Aber was man da so sieht, ist unschön. Sowas will ich eigentlich auf den Straßen in der wunderschönen Stadt, in der ich aufgewachsen bin und lebe, nicht sehen.
wenn man das alles mal so sieht. Wir sind alles Deutsche, wir sind alles nur Leute, die hier leben. Wie unterschiedlich man ist, wie man sich streitet, das finde ich alles so traurig eigentlich. Ja, das war auch wahrscheinlich erstmal die letzte Pegida, auf die ich mich begebe. Ich habe einfach zu viel zu tun mit Arbeit, Training, Freizeit, Freunde treffen, dass ich mich da hingeben muss. Meinungen teilen sich ja, aber ich bin nicht der Meinung, dass man irgendwas bewirkt, indem man auf die Straße geht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Kommentare sind frei, mir ist das alles egal, was ihr hier ablasst. Ich bin weder rechts noch links. Egal, wie das hier rüberkommt, egal, was ich anhab, was auch immer. Link zu diesem T-Shirt, Link zu dieser Cap übrigens in der Videobeschreibung. Da kreist dann während der Pegida noch eine Drohne oben. Link in der Beschreibung und zur Taschenlampe, die dann gefunden wird währenddessen. Ebenfalls. Kauft mehr Produkte über meine Links und so finanziert mich, damit ich mehr Freizeit habe, damit ich nicht mehr arbeiten gehen muss, damit ich jede Pegida besuchen kann. Junge, Junge. Ich meine, wer Montagabend bis um 11 in der Stadt sein kann, der hat ja auch wohl keine Arbeit, keine Ahnung. Ja. Verschwendet eure Freizeit nicht mit Politik und belanglosen Sachen. Haut euch nie aufs Maul, werdet nicht radikal. Ich sage euch nicht, seid offen oder seid deutsch oder was auch immer. Das habe ich euch nicht vorzuschreiben. Das müsst ihr selber rausfinden. Eigentlich richtet sich ja jeder danach, wie die Freunde drauf sind, wie die Eltern drauf sind. Wenn meine Eltern am Frühstückstisch immer gegen Ausländer hetzen, dann wirst du auch so. Also wird man dann auch so. Wenn man ganz viele Ausländer als Freunde hat, dann wird man auch nie rechts. Wenn man nur Dynamo-Fans als Freunde hat, dann wird man eben rechts. Das ist immer eben schlecht. Eigentlich bildet sich gar keine Meinung. Man sucht sich heutzutage immer nur das aus, wo man sich besser zurechtfinden kann. Oder mit dem man sich besser identifizieren kann. Man redet eigentlich ununterbrochen nur anderen nach. Heutzutage hat keiner mehr eine eigene Meinung. Also fast keiner. Ich würde mich da wirklich mal ausnehmen. Ja, jetzt viel Spaß mit dem ganzen Mist, der hier passiert ist. Einiges konnten wir nicht filmen, weil es war teilweise ziemlich extrem. Aber ja, wenn mal wieder sowas los ist, begebe ich mich gerne mal wieder in die Gefahr und schaue dort in den kognitiven Spastiker, der dann gekniffen hat, weil er morgen Frühschicht hat. Ist er schon gegen 8 los. Hast du eine Menge verpasst, mein Judo. Mein Guter. Ich habe jetzt keine anderen Worte verwendet. 7 Minuten 35. Ich verlinke euch dann am Anfang einfach mal was, wo ihr das hier skippen könnt, falls euch das nie gefällt. Jo, und jetzt gehen wir durch den Vlog. Ah, ich hau mich dann ins Bett. Schneide das noch und dann geht's ins Bett. Wir sehen uns. Wir sind hier gerade auf der Pegida-Demonstration. Also wieder grüßt Florian Silbereisen. Was hat das mit Florian? Was sind das jetzt hier für Leute, Max? Das sind Hurensöhne. Das sind Linke. Ja, wir sind heute auf dem einjährigen Geburtstag der Pegida und schauen uns das alles mal an. Ja. Es sind sehr viele Menschen. Es werden noch mehr. Wir sind weder rechts noch links, oder, Toni Bungs Dresden? Ja. Sehr schön. Guckt euch einfach die ganzen Menschen an und bildet euch kranke Fantasien, was ihr mit dieser Menschenmenge machen würdet. Wenn ihr von Schmutz redet. Das sind jetzt sozusagen die Linken. Die guten Menschen, die unser Volk beschützen. Es ist sehr bunt hier. Ich kann leider keine Bilder mehr von gewissen Ich habe schon mal gesagt, ich mag keinen Linken, aber die Zeiten haben die wahren Fans. Die sind nicht gekommen. Also die Flüchtlinge sind willkommener als diese Menschen. Na, weil die aus der Demonstration kommen. Das ist die Sondereinheit. Kannst du dich noch erinnern, vorne bei den Nazis? Da war alles ruhig. Aber hier, Alter, lass mal durchgehen. Ja,
Von den Hurgäser, also von den Hooligans. Ja, jetzt ist die dritte Gruppe im Anmarsch. Also nicht die Bullen, sondern die Hooligans sozusagen. Alle schön in schwarz gekleidet. Ist das krass. Aber wir wollen eigentlich nur zu McDonald's und urinieren. Der hat gesagt, Bürotechnischer. Verstehst du, ich würde gerne so eine Haarklammer auf die Leute schmeißen. Ja, ich sehe es. Mitglieder, euch allen hier aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, wo auch immer her. Komm mal her. Ich habe einen Gänsehaut. Bevor wir noch richtig eingeteilt sind, wie immer unsere Belehrung, dazu sind wir angehalten vom Ordnungsamt. Es gilt wie immer strenges Alkoholverbot, das Verbot zu mitführen von Hunden, auch von Hunden. Und natürlich sind auch die Flüchtlinge. Sehr gut. Fein, man hat sich auf dem Boot gesetzt. Ich frage euch Politiker, alle, die auf dem Boot sind, wann spielen wir Obdachlose? Wir gehen jetzt speisen, die sind überall Linke. Das ist nicht wundervoll. Am Postplatz. Davon wird ein Konzert gegeben, das aber keine Musik spielt. Das amüsiert mich. Das ist nicht wundervoll. Postplatz ist prall gefunden. Sie gibt es dann noch gewaltig aufs Maul. Aber wir werden in Ruhe speisen und halten uns davon fern. Hoffentlich geraten Familien in die Schlägereien. Soll ein Lehrer sein, jedem, der sein Kind zu so einer Demo mitbringt. Ja, und sehr viele von diesen Leuten haben Kinder. Gegen arabische Zahlen an deutschen Schulen. Das ist lustig. Ach, nee. Ich reg mich auf diese Menschen. Wir kommen momentan jetzt nicht wieder zurück. Ist alles dicht. Mann, Alter. Junge, Junge. Ja? In diese Richtung bitte. Unten. Ja. Also, wir sind jetzt hier gerade mitten im schwarzen Block, also bei den Hooligans. Die hauen jetzt sozusagen den Antifas aufs Maul. Also, wir bleiben jetzt erstmal hier stehen, bis es in Sicherheit sind. Schau da den Felix Zwiebel! Willst du mal runter zum Wasser gehen? Nee. Man sieht zwar so gut wie nichts, aber hier gegenüber auf dem See. Alter, am anderen Ufer, da geht's richtig ab. Es sind zwar Unmengen von Bullen da mit Pferden und so, aber dort trifft jedenfalls die Antifa und die Nazis aufeinander. Das ist alles so nice. Ja, ich hab die Explosion noch mit drauf. Ja. Okay. Yeah. Warte? Jetzt klar. Oh Gott, nee. Ja, wir haben es ja nochmal. Ach, Junge. Wir haben es ja nochmal geschafft. Also, dort hinten ist die Pegida dann. Dort, ja, dort sind die Bullen. Die treiben sozusagen die Rechten jetzt. Ah, dort ist ein Wasserwerfer. Guck dir das Ding an. Nein. Wieder zurück. Wir müssen alle zurück auf den Altmarkt. Die Rechten. Das sind alles. Nee, das sind rechte Fahnen. Guck mal, das ist diese Rotkreuzfahne. Ach. Das sind alles Nazi-Fahnen. Lol.
Hier sind keine Nazis, das sind alles Patrioten. Ja, weil die jetzt da langlaufen, guck mal. Ja, ruhig Blut, was ist denn das hier? Die sind wahrscheinlich. Hey, Max. Es ist jetzt 9:30, ja, Moment. Fuck you, ein Galgen für. Ja, ein Galgen reicht nicht. Das sind alles rechte Fahnen, wenn du mal ganz genau. Guck jetzt mal ganz genau hin. Ja. Das sind rechte Leute. Ja, die sind ja auf der Seite her, ja. Ach so. Die sind über die Brücke, deswegen kommen die von da. Nice. Was ist dieser Platz jetzt komplett leer? Hier liegt jetzt nochmal Pfand. Nazis! Hä, was? Ich hab dazu nur eine Meinung. Ich hab die nicht gehört. Ja, verdammt. Junge. Nun ja. Ich würde mal sagen, Nazis! Ja, warte mal. Ja. Der ganze Platz ist leer. Hier waren vor uns noch tausende Menschen. Also wir versuchen jetzt in die Innenstadt zu gelangen, beziehungsweise Richtung Hauptbahnhof. Hier sind hunderte von Polizisten. Hier kommen gleich nochmal mehr. Ich weiß nicht, ob man sieht, ich habe hier gerade eine Taschenlampe gefunden. Halt's Maul, steck die wieder ein. Link zu Litlenzer P7 in der Beschreibung. Ja, was denn? Man darf doch Taschenlampen besitzen. Wir versuchen uns jetzt in die Innenstadt zu begeben. Einfach den Bullen hinterher? Ja, ja. Ja. Eieieiei. Ich will heute noch eine gebrochene Nase. Im Wohngebiet links wurden. Aus dem Rolli da unten rausgucken. Ja. Warte mal, wahrscheinlich haben sich auch viele Nazis dort eingenistet. Ja, hier links in dem Wohngebiet, also ich weiß nicht, das sieht man nicht, aber es sind sehr, sehr viele, also geschätzt paar tausend Leute, festgehalten hier von den Polizisten und hier sollten die Straßensperren, hier gab es anscheinend vor uns Wirtschaftsmarkt, hier sieht's aus. Naja, hey, die Pflastersteine, krank. Junge. Ja! Yeah. Herr Klink. Links 100 Bullen und rechts 1000 Rechte. Und wir versuchen jetzt in die Stadt zu gelangen. Junge. Ja! Es ist jetzt ungefähr um 10 und wir stehen jetzt hier am Postplatz. Also hier sind überall Polizisten. Der ganze Platz vollgestellt. Dort geht's richtig zur Sache. Ging gerade schon ein paar Böller hoch, man sieht da den Rauch im Hintergrund. Krank. Jetzt ist es wieder etwas ruhiger. Die treiben die Richtung Waldmarkt. Eieiei. Ich kann die Nummer nicht mehr ansetzen können. Und dann die vorige Kennzeichen. Kranker Mist. Ist gerade wieder ein Böller hochgegangen. Vor der Karstadt hier, Altmark Galerie. Ne, da drin ist die Antifa. Alter, Toni, da ist die Antifa drin, aber wie? Scheiße. Lauf mal. Ah, da sind die viele. Das, nee. Komm mal nach rechts, bevor die hier sind. Hier sah ich, das sind nur ein paar. Ein paar Flaschen Jägermeister, anderthalb Liter Bull. Geil. Hier, die gibt's das Maul. Geh doch mal dort rein. Da machen die nichts. Die kloppen.